Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multimembane. Heute ist unser 24. Tag, der 9.10. und ja, Dienstag. Kurz vor Mitte der Woche. Und ja, was soll ich sagen? Arbeiten ist scheiße. Nein. Anstrengend ist zurzeit. Es ist sehr anstrengend zurzeit arbeiten. Ich weiß auch nicht warum. Macht mich ganz schön müde, obwohl ich die letzte Nacht ganz schön lang geschlafen habe. Oh, keine Ahnung. Diese Nacht wird es bestimmt auch schön. So, wir spielen wieder gegen Protoss. Und schauen, was uns für einen Cheese erwartet. Noch nicht gerankt. Da bin ich ja mal gespannt. Gleich hier gecannonrushed werden. Die Map ist auf jeden Fall prädestiniert dafür. Ich würde sagen, wir spielen einfach gemütlich. Lass uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Oh, mal gucken, was so schönes spielt. Kein Cannon Rush, schon mal gut. So, nehmen wir unseren Pylone, gucken wir mal rein. Gucken wir aus wie wir. Also wie es bei uns aussieht. Zweite Pylon ist nicht hier. Fällt mir nicht. Hat da irgendwo ein Proxy stehen. Oder einfach vergessen. Ich müsste auch hier gleich, ja. Ist auf jeden Fall noch hier die scheiß Sonde. Die Schlacht. Ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Was will? Wir dienen mit Stolz. Unser Denken gleicht sich. Nur die Gläubigen. Eure Sonden werden angegriffen. Für den Ruhm. Wir sind eins mit den Schatten. Was ist euer Begehr? Ich bin das Herr. Gebt uns kriegen den einen Stalker Auftrag. Noch. Die Templer rücken vor. So, und jetzt müssen wir langsam mal unser Zeug bauen. Forschung abgeschlossen. Ich will trotzdem noch mal gucken, wenn es nächste genommen hat. Ja, exekutiv. Weil es ist wichtig zu wissen.
Ajur wird erneut unser sein. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Sind wir schon im Sterblichen? Und Observer? Also noch keine Echse wahrscheinlich. Wir dienen mit Stolz. Doch, gerade eine Echse, ja. Vorwärts. Oh, das ist schon weiter als wir. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Im Wesen kommen keine Flieger. Nee, komm nicht runter. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Niemand kann uns aufhalten. Ich vorstelle, das ist ja schon mehr. Dritter hat auf jeden Fall noch nicht. Okay, jetzt nicht mehr zu Hause. Unser Denken gleich. Ich bin zu Hause. Ich bin hier in den Schatten. Bald mal zu Hause. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Templer rücken vor. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ah, Pylonen, natürlich. Das ist das Problem wahrscheinlich jetzt, ne? Für den Ruf. Einen Auftrag. Najakar Minar. Die Templer. Das alles hat. Nicht viel. Mineralien ich bin hier. Dritter hat er auch noch nicht. Dann nehmen wir eine. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Archons erschöpft. Kommt jetzt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr müsst zusätzlich. Ach, wir haben natürlich das gerade Pylonenproblem. Nicht genügend. Feindkontakt. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Da war es ein Two-Base All-In, das haben wir verkackt gerade. Naja, GG. Hätte nicht exen sollen, hätte vielleicht doch mehr Unsterbliche bauen sollen. Auf jeden Fall ist es ein Account, der. Das ist ein Smurf-Account. Dann war das wahrscheinlich kein Problem für ihn, mich zu besiegen. Update technisch war auch vor mir, also. War nicht so gut wie bei mir. Aber ich will es trotzdem machen weiter. Zurzeit verlieren wir ein bisschen mehr als wir gewinnen. Gefällt mir nicht.
So, gegen Zerg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Keine Echse. Wo kommt jetzt erst? Okay. Was hab ich denn hier gebaut, ey? So, wir versuchen dann mit der Adepten schon mal wieder ein bisschen Schaden zu machen. Ein bisschen spät mit unserem Kybernetik-Kern, aber ansonsten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Alles gut. Oh, wir kriegen vielleicht noch. Wenn er da bleibt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ja, Exekutor. Najaka Mina. Die Schlacht. Wo werden wir gebraucht? Hor Salah. Ich bin hier. Ein Haufen Linge. Die Templer rücken vor. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Glebenkanone aktiviert. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Das sieht nach einem All-In aus. Ich bin kalt. Ist die. Oh, sofort eine Rovo. Was ist da? Und wir Chrono boosten sofort. Unser Warp geht hoch. Forschung abgeschlossen. Gebt uns einen Auftrag. Wir müssen gucken, ob er die dritte genommen hat. Sehr wichtig zu wissen. Wir nehmen auch den Sterblichen vorher. Nicht genügend Energie. Haben wir noch keine dritte? Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Feindkontakt. Hehe. Keine dritte. Schlecht. Deutet auf dem All-In hin. Schon ziemlich viele Roaches dafür. Warum habe ich nur ein Geld gebaut? Ihr habt nicht ge-
langsam mal eine dritte. Für den Ruhm. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Shit, er hat eine dritte. Aber sonst nicht weiter. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Erneut diene ich. Wir gehen mal hingucken. Das war nicht so clever von mir. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr geht aber zurück. Ich wollte nur, dass er ein bisschen mehr produziert. Mineralienfeld erschöpft. Eindeutig. Nicht genügend Energie. Gas brauchen wir mehr. Das ist kein Wunder, hier nimmt auch keiner was. Ein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die war aber ein bisschen Angst gemacht. Der musste halt ein bisschen produzieren. Dinge produzieren ist immer gut, wenn der Zack das macht für uns. Forschung abgeschlossen. Cool, hat er schon Hydra, sehr schön. Nee, sehe ich nicht mehr. Einser. Ihr habt nicht genügend Mineral. Mein Leben für Ajur. Okay, nimmt auf jeden Fall jetzt die vierte. Nehmen. Nicht genügend Energie. Aber es ist echt schön, wenn man die ganze Karte sieht, ne? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt kommt ein Leben für euch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ein Leben für euch. Ihnen einfach mal entgegen.
ist nicht viel, was wir haben. Ihr benötigt mehreres Pingas. Assad. Mein Leben für Ayur. Wir sind das Licht der Kahn. Das war teuer für uns. Ja, das machen halt doch ganz schön den Damage. Gerechtigkeit! Ihr benötigt mein Leben für Ayur! Unbedingt Storm. Mein Leben für Ayur. Ihr benötigt mehr Wissen. Mein Leben für Ayur. Kassar, die Templar. Mein Leben für Ayur. Ihr habt nicht genügend. Brauchen mehr Unsterbliche hier dazu noch? Ihr habt nicht genügend Männer. Ihr benötigt nichts. Das da. Oh, da kommen sie von vorne. Ich vernahm eure. Ihr habt eure Krieger bekämpfen, den die heute leben. Ihr benötigt nichts. Ihr habt nicht genügend. Kassar, mein Leben. Forschung, Mineral. Vermeulen. Euer Denken gleicht dem meinen. Erklärt mir. Mineralienfeld erschöpft. So. Wir stellen uns der Dumm. Der Kampf ist Ruhm. Mein Leben für Ayur. Wir sind das Licht der Kala. Meine Aufgabe. Erklärt euch. Ihr benötigt, ihr habt nicht genügend. Kassar, dit. Mein Leben für Ayur. So, noch vier davon weg. Und wir brauchen noch eine Robo. Jetzt wird das nicht. Ihr benötigt mehr. Ihr habt nicht genügend. Mein Leben für Ayur! Wir stellen uns der Dunkel. Kassar, die Templar. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ayur. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Mein Leben für Ayur! Wir stellen uns der Dunkelheit. Ich füge mich. Mein Leben für Ayur. So diene ich. Wir sind. Erklärt euch. Ulis.
Shit. Das haben wir schon verloren, oder? Ach, weil der Zerg auch viel zu schnell wieder auf allen Tech gehen kann. Warum baut denn hier keiner ab? Tja, wir sind einfach schlecht als Protoss. Das ist halt so. Shit. Ihr benötigt mehr Vespingas. Dazu haben wir so wenig Gas zum Verteidigen. Ihr benötigt mehr. Ich bin hier. Mein Leben für Ajur. Basis wird angegriffen. Wir sind eins mit dem Schatten. Ihr benötigt. Ich bin hier. Wie kann man beides bringen? Ullis und Rootlords und dann noch keine Upgrades dafür. Jetzt musst du abräumen, Junge. Also, da gibt es kein GT, wenn offensives GT auch trotzdem. GT. Naja. Bald sind wir wieder unter 4000 Punkte. Zurzeit sieht es ganz, ganz mies aus. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschö, tschö, euer Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschö, tschö.